Servus zusammen und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS22 hier auf dem Kanal. Und wir sind wieder mal auf der Alpenmap. Wir stehen vor unserem Logistikzentrum, denn es wird Zeit, dass wir mal ein bisschen was verkaufen. Denn ein kleines Auge müssen wir da schon drauf werfen, denn ihr seht es hier drüben rechts im speziellen Mehl. 50.000 Liter sind erreicht, sind gemalt, sind eingelagert und das Lager hat eben nur eine Maximalkapazität pro Ware von 50.000. Das heißt, wir müssen jetzt hier ein bisschen was verkaufen, entladen sozusagen, wegbringen, damit wir genügend Platz wieder haben für weiteres Mehl, das zurzeit in der Mühle produziert wird. Also steigen wir in unseren IT-Runner und dann werden wir das Ganze mal starten, Befüllung starten mit Mehl. Jo, da hinten läuft. Wird also jetzt jede Menge Mehl aufgeladen. Und wir schauen mal in der Zwischenzeit, wo können wir denn das Mehl am günstigsten bzw. zum besten Preis verkaufen am Supermarkt. Kann das sein, dass der gerade um die Ecke ist? Nee, wir fahren zur Bäckerei, Da waren wir, glaube ich, noch nicht, ne? Da schauen wir doch mal, was da Sache ist. Okay, das IT-Runner-System wird immer noch beladen. Die Kollegen arbeiten und werfen die Pakete hier auf die Ladefläche. Sehr schön, wir starten den Motor. Wir starten den Motor und werden das Ganze erstmal einhaken und hochziehen. Und dann schauen wir mal. Ah, soweit ist die Bäckerei ja nicht weg. Die muss hier im Dorfe sein. Ansonsten gibt es heute auch jede Menge noch zu tun. Nämlich zum Beispiel an unserem Hof am Berg. Unser Kuhhof am Berg. Denn da müssen wir mal die Miste wegbringen. Ich glaube, in der letzten Folge haben wir ja tatsächlich eine Förderschnecke hochgebracht. Dann werden wir mal testen, ob das funktioniert mit dem Mist. Die Milch können wir dann auch wegbringen. Also wir haben ja immer noch überall jede Menge zu tun. Vor allen Dingen halt Kleinkram, so will ich es mal formulieren. Die Produktionen am Laufen halten, die Ölproduktion läuft, die Zuckerproduktion läuft und wir sehen jetzt wunderbar nach hinten raus. So, Achtung, Achtung, Achtung. Ich glaube, hier müssen wir rum. Das scheint eine Einbahnstraße zu sein. Hier ist die Anlieferung. Ja, ich glaube, da müssen wir mal kurz rückwärts setzen. Ja, der hat einen ziemlichen Wendekreis hier, das Fahrzeug. So. Und dann schauen wir mal, was wir für das Ganze bekommen. Oh, er nimmt's schon. Sehr gut, müssen wir uns um nichts kümmern. Und das Geld fließt ja nur so rein in unseren Säckel. Sehr schön. Immer noch November. Wir haben noch nicht das Jahr abgeschlossen. So, ich glaube aber im Dezember kriegen wir ein bisschen besseren Preis. Kann das sein? Im Dezember kriegen wir etwas besseren Preis. 685. Naja, ist okay, ne? Aber natürlich werden wir die nächste Fuhre dann wegbringen im Dezember. Jetzt schauen wir mal ganz kurz nochmal in die Produktion hier. Haben wir sonst noch was, was dringend raus muss? Nein, Butterkäse und so weiter. Ich glaube, das ist alles erst gut im Dezember zu verkaufen. Und dann gehen wir mal kurz hoch. Silage haben wir auch hier jede Menge. Das heißt, die BGA können wir dann auch nochmal befüllen. Die Molkerei kann immer Milch gebrauchen. Zucker wird transportiert. Das funktioniert also. Und hier haben wir die Mühle, 7300, ja, also viel ist es ja nicht mehr, also sollte jetzt der Lagerplatz auf jeden Fall reichen. Aber mir fällt gerade ein, dass wir da oben auf jeden Fall noch ein bisschen was machen müssen, wenn ich richtig weiß. So, dann fahren wir aber jetzt erstmal den hier weg. Wir fahren aber mal bei der Mühle vorbei, denn ich glaube, da haben wir ja noch ein zweites IT-Runner, eine zweite Plattform stehen. Und da bin ich jetzt am Überlegen, brauchen wir die dort? Brauchen wir die da nicht? So, wir fahren am besten einmal rum. Dann können wir nämlich besser rückwärts ranfahren. So, rechtzeitig einschlagen, sonst kommen wir wieder hier nicht rum. Ja. So passt das. Dann einmal kurz rückwärts ranfahren, schauen, dass wir ungefähr gerade sind und dann können wir die Ladefläche abladen bzw. ablegen. So, dann werden wir die erstmal abhängen.
das mit der Kamera da hinten stört schon ein bisschen, die Rückfahrkamera. Das ist zwar ganz nett, aber... Ja gut, wenn man aus der Innenansicht spielt, mit Sicherheit. Jetzt muss ich mal überlegen, wo müssen wir nochmal hin? Die Mühle, da müssen wir rechts raus. Ne, links raus. So. Oh, da steht ja ein Funkmast. Mitten im Dorf. Auch nicht schlecht. Okay, da sind wir jetzt hier bei der Mühle und ich bin mir doch sicher, ja, da war doch irgendwas. So, was haben wir denn da? Lass mich mal kurz schauen. Okay, hier haben wir Mehl. Und das ist... Ja, das spielt eigentlich keine Rolle, es ist Mehl, ne? So, hier haben wir auch. Jetzt ist die Frage, warum nimmt er das nicht auf? Ich überlege gerade, wie man hier wieder am geschicktesten wendet. Dann nehmen wir die Plattform auf. Ich muss jetzt mal sehen, haben wir eigentlich alle Plattformen gemietet oder haben wir die gekauft? Ich bin da überhaupt nicht mehr auf dem Laufenden. Wir schauen mal kurz rein. Gemietet haben wir nur das Förderbandsystem. Das heißt, die Plattformen sind gekauft, oder? IT-Runner, diverses, ja, sind beide Plattformen gekauft. Okay. Ah, jetzt nimmt er auf. Sehr schön. Jetzt überlege ich nur, brauchen wir jetzt diese zweite Plattform noch oder brauchen wir die nicht? Naja, ich meine, sie ist gekauft, sie tut uns nicht weh. Dann werden wir das Material jetzt auch erstmal verkaufen. Dann ist es weg. Okay. Ja, dann ist es weg. Und dann können wir hier die Plattform auf jeden Fall bei uns am Hof platzieren und dann sehen wir ja, ob wir sie noch brauchen, ob da noch irgendwie Verwendung dafür ist, vielleicht für irgendeine andere Geschichte. Ich weiß es jetzt nicht, vielleicht wenn wir irgendwas beim Händler kaufen. Okay. Und schwupp, geht's los. Jo, wunderbar. Zurück zum Hof. Dann schnappen wir uns mal einen größeren Anhänger. Ja, obwohl so groß muss der gar nicht sein. Ich glaube, es sind 9000 Liter oder so Mist oben. Aber mir geht es vor allen Dingen darum, anzutesten. Naja. Ob. Ach so, jetzt lass mich mal kurz überlegen. Vielleicht macht es eher Sinn, hier rückwärts rein. Ja, auf jeden Fall anzutesten, ob die Schnecke oben richtig platziert ist, ob sie funktioniert, damit wir dort Mist abladen können. So, dann lassen wir doch einfach diese Plattform hier stehen. Wunderbärchenklärchen. So, und den würde ich sagen, können wir im Moment auch erstmal stehen lassen, denn heute oder diesen Monat gibt es jetzt erstmal nichts mehr zu verkaufen. Wenn ich das richtig gesehen habe. Motor aus. Dann springen wir mal rüber. Und schnappen uns irgendeinen Trecker, der hier gerade noch so rumsteht. Ist ja nicht wie bei armen Leuten hier, ne? Wir haben ja jede Menge Material. Aber ich glaube, da stehen jetzt erstmal zwei Stück schon oben. Diddledum, diddledei. Der Valtra. Der Valtra. Wo haben wir denn? Ah, wir nehmen hier den da. Klar, logisch, mit dem kleinen Anhänger. Alles klar. Dann mal los. Dann schauen wir. Fahren wir links rum.
Dann schauen wir mal, ob wir den Mist tatsächlich auch so geladen kriegen, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann können wir auf jeden Fall auch noch Milch wegbringen vom Hof und uns ein bisschen um die Silage noch kümmern, denn die Silage muss ja auch weg, beziehungsweise die muss in die BGA, soll ja Geld bringen. So, vorsichtig hier raus und weiter geht's. Und das neue DLC ist jetzt mittlerweile raus und da könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben, wer von euch dieses Pack denn gekauft hat mit diesen neuen Produktionsmitteln und wie ihr es denn findet, Kartoffeln zu waschen und eine Solaranlage zu waschen oder ähnliches und wie ihr vielleicht die Hallen findet, würde mich mal interessieren. Wer sich denn dieses DLC jetzt schon gekauft hat oder eben Season Pass war es, glaube ich, auch mit drin, erworben hat und es natürlich auch jetzt einsetzt. So, wir kämpfen uns wieder mal hier ein bisschen den Berg hoch, aber wir haben ja die Erfahrung gemacht, über den Asphalt geht es dann doch etwas schneller. Haben wir mehr Grip? Sozusagen die Bergstraße. Ja, mittlerweile haben wir jede Menge zu tun, jeden Monat. Also das war natürlich ganz am Anfang nicht so, aber mit den ganzen Produktionen, auch wenn wir da jetzt sehr viel automatisieren und natürlich mit den ganzen Stellen und ähnliches, und wir sind ja noch nicht fertig, da soll ja noch ein bisschen was kommen. Es gibt ja noch eine Fläche auf der anderen Seite vom Tal. Da haben wir ja auch noch Pläne. Und da es ja mit den Finanzen sehr gut aussieht, denke ich, werden wir diese Pläne auch bald in die Tat umsetzen. So, da sind wir also an unserem kleinen Berghof. Ja, wir fahren, ja, wir können ja mal andersherum fahren. Dann fahren wir mal hier rein. So, jetzt müssen wir mal schauen, ob ich das Ganze erstmal hier einschalten muss oder ob das sofort funktioniert. Huch, ist ein bisschen weit hoch, ne? Okay, Befüllung. Ja, also, passt schon. Passt schon. So, und da haben wir eine wunderschöne Aussicht. Sehr gut. Ja, hervorragend. Dann bringen wir das zur BGA. Und mit dem Steier, der ja hier oben steht. Ja, schauen wir mal, mit dem Steier oder mit dem Fendt. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher, wer steht denn da rum? Der Fendt. Ja, ich denke, mit dem Fendt werden wir dann hier entsprechend mal Milch runterbringen. Also heute werden wir mal sehr viel hier durch die oder über die Map fahren. Sozusagen Kilometer machen. So. Und dann schön auf der Bergstraße wieder zurück zum Hof. Ich habe mich übrigens mittlerweile im Mod-Hub umgesehen, weil ich wusste doch, es gibt ja nicht nur einklappbare Schneidwerke, also Gebisse für Drescher, für Mais und Sonnenblumen, sondern es gibt ja auch sowas für Getreide, Raps und so weiter. Und da habe ich mir jetzt mal ein Mod runtergeladen, denn so ein Schneidwerkwagen ist ja zwar ganz, ganz schön. Ich persönlich habe aber immer früher den New Holland bevorzugt, weil der hatte ja ein Schneidwerk mit ausklappbarem Fahrwerk sozusagen. Aber das waren natürlich immer die ganz, ganz großen Schneidwerkswagen mit 13 Metern und so. Und die, glaube ich, die sind hier ein kleines bisschen überdimensioniert. Und jetzt habe ich mich mal umgesehen und es gibt ja auch sowas zum Einklappen, damit wir eben nicht immer die Probleme mit dem Schneidwerkwagen haben am Feldrand, wo man dann das ganze Zeug... Oh, Charlie ist unterwegs.
wo wir denn das Ganze auf dem, am Feldrand denn platzieren. Und deswegen würde ich sowas mal ausprobieren wollen. Ansonsten könnten wir auch mal wieder bei Gelegenheit ausprobieren, ob es ja mit dieser Niveauregulierung, den Drescher mit der Niveauregulierung, könnten wir hier mal antesten. Ich weiß nicht, ob es in der Zwischenzeit ein Update gab. Aber wir hatten ja das Gerät schon mal und hatten ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Helfer. Aber da können wir ja mal antesten, ob es in der Zwischenzeit ein Update gab, um dieses Problem zu beheben. Dass er eben nicht immer irgendwo im Feld stecken bleibt. So hat es sich nämlich immer hat es ausgesehen, als würde das Schneidwerk im Feld stecken bleiben. So. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Augenblick, mir fällt gerade ein. Arbeiten wir denn hier bei unserem Gewächsgarten oder bei unserem Schrebergarten hier? Miste oder nicht? Ich weiß es jetzt gar nicht. Wir haben Mist drin, Mineraldünger. Wir arbeiten mit Sonnenblumen und Zuckerrüben. Ja, mit Mist. Also nicht mit Mineraldünger, ganz klar. Saatgut, Mist. Verteilen wir irgendwie diesen Mist? Ich denke nicht, ne? Weil dann könnten wir natürlich auch den Mist gleich hier reinkippen. Wäre natürlich auch nicht verkehrt, denn für die BGA haben wir ja jede Menge. So, haben wir ja jede Menge. Silage. Ja, machen wir hier einfach mal voll. Machen wir hier doch einfach mal voll. Okay. Dann kippen wir den Rest dann doch hier ab. So, dann schauen wir mal ganz kurz rein in die BGA. Ich weiß jetzt gar nicht, ist überhaupt noch Silage drin oder läuft die leer? Nee, die ist im Prinzip leer. Gülle läuft noch, Miste, Zucker, Rüben. Okay, okay, okay. Ja, stopp. Den müssen wir auf jeden Fall erstmal aus dem Weg fahren, denn das Ganze müssen wir auf jeden Fall mit dem großen Anhänger machen. So, wir könnten den ja hier drin abstellen. Upsala. Okay, hier steht er gut. Aber jetzt wollte ich ja eigentlich erst nochmal hier hoch. Wo ist denn der? So. Wir hängen hinten ab. Dann holen wir uns mal das Milchfass. Ach, das ist ja das hier. Das andere ist ja das Wasserfass. Denn unsere Kühe brauchen hier ja Wasser. Wie sieht denn das übrigens aus mit Wasser? Mist, Gülle. Oh, jede Menge Gülle können wir hier abholen. Wasser ist auch, denke ich, genügend da. Jetzt müssen wir wieder einmal im Kreis fahren. Wenn ich richtig weiß, ist Milch auf der anderen Seite. Oder irre ich mich da jetzt? Aber eigentlich müsste es doch hier sein, oder? Oh. Lass mich mal kurz überlegen. Kann es sein, dass wir hier reinfahren müssen? Augenblick. Nee, da muss doch irgendwo ein Trigger sein. Ah, okay. Stimmt, wir müssen da in den Stall reinfahren. Also irgendjemand hat hier einen Haufen Zeug abgelegt. So. Müssen wir da auch? Ja, wir müssen da auch die Deckel aufmachen. Ah, jetzt hat er nicht ganz aufgemacht. Wir müssen hier die Seite noch aufmachen. Ja.
So, wann denn? Boah, da müssen wir auch ganz schön weit reinfahren. Sehr schön, 10.000 Liter. Jetzt bleiben wir hoffentlich da nicht hängen. Und wieder zumachen. Und dann geht's zur Molkerei. Mit dem Fendt-Vario 314. So, das wird ja auf jeden Fall wieder spaßig im nächsten Jahr, wenn wir dann hier diese Wiese mähen. Da freue ich mich schon ein bisschen drauf. So. Dann mal auf zur Molkerei. Für Nachschub sorgen. Für Milch und was haben wir da? Was produzieren wir da? Schokomilch oder irgend sowas? Auf jeden Fall viele, viele leckere Dinge. Und da können wir mit Sicherheit dann im nächsten Monat ordentlich verkaufen. Milch, Käse, Butter und was auch sonst so alles hergestellt wird. Also irgendwie kommt man das so vor, als wenn der Fendt hier ein bisschen, ja, ich sag mal, langsamer als der Valtra, mit dem wir jetzt gerade hier oben waren. Ach so, der fährt auch nur 42 km/h, vielleicht liegt es eben daran. Ja, ist klar, nee. Deswegen kommt der mir natürlich auch langsamer vor. Ich denke, der Valtra, der wird 50 fahren. So, hier müssen wir rein. Jetzt hätten wir ja beinahe trotz langsamem Fahren fast die Abzweigung verpasst. Und einmal Milch abladen. Sehr schön. Zack, zack. Wunderbar. Das soll es wieder mal gewesen sein für diese Folge. Wir haben heute wieder ein bisschen was geschafft, mal ein bisschen was verkauft, wieder ein bisschen Geld gemacht. Und wir müssen schauen, dass die Produktionen weiterlaufen und dass da gearbeitet wird. Ich sage recht schönen Dank fürs Zusehen. Das war es wieder mal mit einer Folge von unserer wunderschönen Alpen-Map, nämlich Neu-Mini-Brunn. Ich sage Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, cheerio.